Hübschen, willkommen zu Lindas Beauty World. Heute geht es um Tarte-Produkte und zwar TarteCosmetics.com. Das ist eine amerikanische Firma, liefert weltweit. Sie beliefert noch nicht alle europäischen Länder, aber ich denke, das wird bald kommen. Die gute Nachricht ist, sie beliefert die Schweiz und Liechtenstein. Leider ist Deutschland noch nicht dabei, aber ich bin mir sicher, das kommt noch. Tarte ist so eine geniale Marke. Ich zeige euch jetzt, was ich alles eingekauft habe. Und ich habe auch eine Neuigkeit. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht, also ich habe eine längere Pause gemacht, weil wir haben Zuwachs bekommen. Kein Baby, sondern einen kleinen Hund. Den zeige ich euch nach diesen Produkten. Als erstes habe ich mir die Foundation gekauft. Es ist eine matte Foundation, da ich sehr fettige Haut habe, muss ich etwas haben, das matt ist. Und da ich noch Pigmentflecken habe von meiner Akne, muss ich etwas haben, das deckt. Ich habe mir zwei Farben gekauft. Wieso? Ja, ich mische mir sehr gerne die Farben zusammen, um meine perfekte Farbe zu kreieren, da ich im Sommer sehr dunkel werde und im Winter sehr hell. Ich habe mir Fair Sand und Light Medium geholt. Die sind beide so gelbstichig. Ich finde es gut, dass bei den Beschreibungen immer steht, welcher Unterton es ist. Und die Textur ist wirklich sehr speziell. Es ist so musig. Ich habe es schon mal ein, zwei Mal verwendet. Ich habe es heute auch drauf, aber ich muss sagen, ich habe es mit einer anderen Foundation noch gemischt. Ich muss es noch testen und schauen, wie es wirklich ist, aber der erste Eindruck ist wirklich nicht schlecht. Ich habe mir noch was für meinen Make-up-Kit geholt, und zwar einen Concealer. Das ist der Tarte Maracuja Creaseless Concealer. Ich habe die hellste Farbe genommen, in einem pinkigen Unterton, weil Pink ist bei sehr hellen Typen sehr gut geeignet, um Verfärbungen, vor allem unter den Augen, um diese Schatten zu kaschieren und korrigieren. Dann wollte ich noch was für die Lippen haben, und zwar habe ich mir diesen Tarte Lippenpflegestift geholt, und das ist in der Farbe Lovely. Es ist wirklich ein sehr dezentes Nude, Rosé Nude, für den Alltag super geeignet, und es pflegt die Lippen wirklich sehr. Ja, jetzt möchte ich euch Bruno vorstellen, mein kleiner Hund, ein französischer Bulldogge. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso dass ich längst kein Video gemacht habe. Ich war viel damit beschäftigt, ihn Stuben reinzubekommen, aber es läuft immer wie besser. Er ist 3 Monate alt. Darf ich euch vorstellen? Das ist der kleine Bruno. Das ist eine französische Bulldogge. Er ist gerade aufgestanden. Und ja, er ist süß. Er ist wild. Er mag kuscheln. Er mag streiten. Er mag Zerspiele. Oh, du kleiner Fledermaus. Bist du eine kleine Fledermaus? Hä? Oh! Bist du am Gähnen? Am Gähnen? Ist fleißig am Beißen. Das macht er. Das hat er schon vom ersten Tag an gemacht. Er liebt zu beißen und er liebt mit Menschen zu spielen. Er spielt nicht gerne mit Bällen oder mit Spielzeugen. Er muss einfach dich. Er muss dich fühlen und dich packen können. Und das war's schon gewesen mit dem Video. Es folgen noch andere Videos bald, also bleibt dran. Und sag mir Bescheid, falls ihr was bei Tarte bestellt habt. Tarte ist wirklich eine geniale Marke. Ich liebe die Marke. Ja, und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Tschüss.